Hallo Leute, heute mal zu der Frage, warum bei Herrenjeans die Taschen, hier die vorderen Taschen, meistens deutlich tiefer sind als bei Damenjeans. Aus meiner Sicht zwei Gründe. Bevor ich aber loslege, will ich noch zeigen, was ich damit eigentlich meine. Ich habe jetzt zwei Jeans von Good Society in absolut identischer Größe. Das eine, mal gucken, dass ich hier zurechtkomme, das eine ein Damenmodell, das andere ein Herrenmodell. So, das vordere ist das Damenmodell. Wenn ich erstmal mit der Hand reingehe, dann ist hier praktisch so kurz nach Mittelhirnknochen ist Feierabend. Mehr geht nicht. Drehen wir mal um. So, sieht es von innen aus. So, bei der anderen, da geht es schon, ja, geht schon über den Handwurzelknochen. Wobei die nicht mal für eine Herrenhose hat, die sogar relativ kurze Taschen. Aber ich will euch mal den Vergleich zeigen, da sieht man schon mal halbwegs. Also schon deutlich tiefer hier als bei der Damentasche. Das Modell, was ich jetzt gerade anhabe, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn ich jetzt hier reingehe, jetzt muss ich mal ein bisschen Platz machen hier. Wenn ich jetzt hier in die Taschen gehe, dann geht's schon richtig runter hier in den Keller. Also die sind schon richtig groß. Grund Nummer eins, warum das so ist, warum die Damentaschen so viel kleiner sind als die Herrentaschen, als dass die meisten Produzenten davon ausgehen, dass ja, Frauen einfach die Taschen nicht oder viel, viel weniger benutzen. Also mal ein Taschentuch zum Schnäuzen oder vielleicht sogar ein Schlüsselbund, aber das ist es dann meistens schon. Die meisten Frauen benutzen ja Handtaschen. Ja, dann braucht es nicht mehr viel hier an der Hose, um das Sachen noch zu verstauen. So, die meisten Männer wiederum benutzen ja eher keine Handtasche, sondern sind da so eher MacGyver-mäßig unterwegs und nutzen hier die hinteren Taschen, die vorderen. Dann brauchen wir halt brauchen wir halt Stauraum potenziell. Bei einigen ist es so viel, die packen die Taschen hier vorne so voll, dass das ist dann eher wie Handtaschen auf dem Oberschenkel. So, genau. Ist übrigens auch, kann eine Sicherheitssache sein. Also ich bin ja kein Geldbörsenträger, sondern habe so das Geld, Kleingeld, Scheine, Kreditkarte eher so lose und die Kreditkarte, Scheine hier hinten in der Tasche. Im Gedränge ist das keine gute Idee. Also hier hinten zieht euch schnell mal jemand was raus. Wenn ihr die Sachen, die euch wichtig sind, hier in der Tiefgarage parkt, naja, das merkt jeder Mann, wenn da einer beigeht. Also Sachen, die hier unten drin stecken, die liegen da gut. Übrigens kommen wir da gleich zum zweiten Grund, warum das bei Herren machbar ist, bei Damen eher nicht. Viele Herrenjeans sind halt, oder Herrenjeans haben im Schnitt eher festere Stoffe und sind typischerweise ein bisschen weiter geschnitten als Damenjeans. Das führt dazu, dass hier diese Wulst, die zwangsläufig durch das Taschenfutter entsteht, weniger zu sehen. Also bei der sieht er fast gar nichts. Hier ist ein bisschen angedeutet. Das sind 12,5 Unzen, das ist gar nicht mal so schwer für eine Jeans, aber das ist praktisch kaum zu sehen. Bei einer Damenjeans jetzt mit deutlich leichterem Stoff und die vielleicht sogar noch skinny geschnitten ist, na ja, dann das willst du nicht haben. Also wenn jetzt hier so eine Wulst drüber läuft, würde nicht funktionieren. Ja, und deshalb sind halt typischerweise die Innenfutter der vorderen Taschen bei der Damenjeans so an der unteren Kante des Hosenstalls, also hier so in der Höhe, weil nämlich genau da auch diese Laufsitzfalten sind. Da fällt es überhaupt nicht auf, wenn es dann sich noch ein bisschen wulstet. Genau, damit haben wir die beiden Gründe. Vielleicht noch ein Trost für euch Mädels, wenn ihr halt so mördertiefe Taschen wollt, wie ich es jetzt hier habe. Zum einen sind viele, oder gibt es jetzt, sind die neueren Modelle, gerade die weitgeschnittenen Damenmodelle, die sind ja auch öfter mal aus etwas dickerem Stoff, die haben dann tatsächlich wieder etwas tiefere Taschen, also gerade so die Mom-Jeans oder diese sehr weitgeschnittenen Jeans, die man jetzt sieht, da könnt ihr, glaube ich, ganz gut fündig werden mit tieferen Taschen oder hey, nehmt einfach, guckt mal euch bei Herrenjeans um, da gibt es so viele Passformen, so viele Designs, da ist die Chance ganz gut, dass ihr da was findet und dann geht es dann hier auch Känguru-mäßig hier mit den Taschen los. In dem Sinne, lasst euch gut gehen und ja, besucht uns mal gerne hier in Bad Vilbel und macht's gut.